Trainer zum nächsten. Ich weiß jetzt nicht, ob. Du kannst es gerne übernehmen, aber ich sage es auch gerne. Dann reiche ich das Wort an unseren sportlichen Leiter Florian Markus weiter. Guten Abend erstmal zusammen und ich bitte mal ein bisschen Nachsicht. Ich bin heute nicht ganz so fit, weil ich bis heute Mittag beim AHA-Turnier war. Aber das Christoph und das Sven haben es ja schon gesagt. Ich komme nicht so oft auf Pressekonferenzen, meistens, wenn das zu erzählen gibt. Also nochmal vielen Dank an Sven. Ich war letzte Woche hier, habe gesagt, super von ihm, nicht einfach. Aber wir haben eben gesagt, wir suchen einen Nachfolger. Ich habe ja letzte Woche gesagt, wir werden, sobald es hundertprozentig feststeht, ihn dann auch benamen. Und gut, das haben sich wahrscheinlich schon ein paar gedacht. Und vielleicht haben wir noch ein paar Meilensteine gesehen. Ab morgen, 1.12., wird unser neuer Trainer Yogi Jochen Koch sein. Und wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Sven hat es gerade gesagt, ist super für uns. Und wir hoffen, dass dann die Richtung weiter so bleibt, wie wir jetzt eingeschlagen haben. Und dann schauen wir mal, wo wir am Ende von der Saison landen. Ich wünsche mir, dass wir Fünfter sind oder unter den ersten fünf. Aber die Saison geht dann noch ein bisschen länger. Es gibt dann Playoffs und dann frei, wie du kommst. Und ja, also wir sind davon überzeugt, dass wir da einen Top-Mann bekommen haben. Ich weiß, kann man schon sagen, Jürgen und ich sind da, kennen uns lange. Ist auch schon mal aneinander geraten, polarisiert. Aber das ist danach. Tun wir zwei immer gerne, jemand. Also, ich wollte mir nur sagen, ich hoffe auch, da ging es Gerücht rum, dass ihr den auch unterstützen, Yogi, wir werden ihn auf jeden Fall unterstützen, der Verein, und ist unser absoluter Wunschkandidat und gibt es eine faire Chance, dann haben wir wirklich einen super Mann und wir haben, war uns auch sehr wichtig, eine Lösung nicht nur für jetzt zum Rest der Saison, sondern mal endlich einen Trainer zu haben, der uns lange erhalten bleibt und der uns noch weiter nach vorne bringt. Sagen möchtest, darfst du gerne auch ein paar Worte loswerden. Erstmal einen schönen guten Abend, stelle ich mal das Bier weg, macht einen schlechten Eindruck. Also erstmal möchte ich mir sagen, dass ich mich freue, dass ich hier bin. Ja, jetzt weiß ja jeder, das sind in Memmingen, ich habe das 5 Jahre gemacht, ich denke, ich habe in Memmingen ein bisschen was aufbauen können, habe mich dann da relativ überraschend verabschiedet. Da habe ich meine Gründe und ich denke, trotzdem will ich da keine dreckige Wäsche werfen. Ich habe eine schöne Zeit in Memmingen gehabt, eine ganz tolle. Ja? Und ich habe da wirklich was aufbauen können. Und ich muss sagen, so vor der Saison hatte ich immer Buchloe mit auf der Rechnung. Wiesbach hat man sowieso, Waldkreiber und. Ja? Und dann ist Buchloe so eine Mannschaft, nicht nur weil ich viele Jungs schon mal trainiert habe hier im Nachwuchs, sondern einfach, weil ich mir dachte, das ist wirklich eine gute Mannschaft. Also wenn die ihr Potenzial abruft, dann ist es eine ganz gefährliche Mannschaft oben für uns in Memmingen. Gut, jetzt bin ich von Memmingen weggegangen und jetzt bin ich wirklich wahnsinnig froh, dass ich hier sein kann. Und jetzt muss ich mal was sagen. Ja? Also ich bin jetzt, letzte Woche mit auf dem Eis, oder die vergangene Woche mal mit auf dem Eis. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe dann ein sehr, sehr gutes Training gesehen. Ich habe dann einen Trainer auf dem Eis gesehen, also ich meine jetzt nicht mich, sondern einen Sven, der das wahnsinnig akribisch gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es ist richtig saugut hat er das gemacht, so richtig toll. Ich stand da dran und dachte, das ist alles, was die brauchen, aber einen Trainer brauchen die eigentlich nicht. Weil das sieht man, also die Jungs, die hören auf ihn, das ist ihr Mannschaftskommando, das ist nicht immer einfach, weil morgen spielst du mit jemand wieder und dann stehst du wieder dran, da kannst du nicht zusammen sagen, na gut, der scheiß Trainer, das geht nicht. Jetzt ist er der Chef im Ring und das hat er ganz, ganz toll gemacht und ich danke, gerade die nächsten Wochen, bis du wieder fit bist, brauchst du sicherlich keine Angst haben, dass da dafür in der Lochnei fällst, also wir zwei machen das zusammen und du wirst das weiter so machen. Ich bin wahnsinnig froh, dass du da bist und was ich nur sagen muss, ich bin wirklich happy, ich weiß nicht, ob dir das als Trainer schon mal passiert ist, dass du wohin kommst, dass du eingearbeitet worden bist. Und ich kann mich da glücklich schätzen, gell? Ich bin da, es ist wirklich super, ja, ich fahre 5 Minuten von zu Hause hierher, ich habe
Jungs, die ich früher, ich weiß nicht, wie lange ich dem Sven hinterherkrannt, denn mein ganzes Eishockey-Leben als Nachwuchstrainer wollte ich diesen Kurmann haben. Der Hund ist nicht kommen zu mir, ist nicht ums Verrecken. Ja? Und jetzt ist er mein Chef momentan und ich genieße das und dann freue mich wahnsinnig auf die nächsten, hoffentlich lange Zeit hier im Buch. Jetzt haben wir auch noch fast die gleiche Kultur. Ich habe es gerade gesagt, wir können uns wirklich glücklich schätzen, so einen Mann wie den Sven Kurmann im Verein zu haben. Vor allem auch für unseren Nachwuchs. Das ist wirklich eine Bereicherung. Sind wir sehr froh. Jogi, wie schaut es aus nächsten Freitag? Das erste Spiel ausgerechnet bei deinem Ex-Verein. Freust du dich besonders drauf? Oder hast du das Freitagsspiel jetzt noch gar nicht im Kopf gehabt? Aber erstmal Miesbacher. Ja, ganz genau. Ich denke einfach, ja klar, natürlich sind da die Emotionen hoch mit Memmingen, aber könnte auch sein, dass ich denen da ein bisschen ein Schnäppchen schmack. Ja, aber ich denke einfach Memmingen. Ich habe da eine Mannschaft aufgebaut, wir haben die Vorbereitung, wir haben alles gewonnen. Ich bin da weggegangen als Tabellenführer und ich weiß, was die Mannschaft kann. Wenn die Mannschaft das abruft, was sie will, dann ist sie sicherlich einer der drei Top-Mannschaften in der Liga, hundertprozentig, wenn sie das abrufen kann, die Mannschaft. Ob sie es unbedingt wollen, ja, gehört gegen mich wahrscheinlich dann schon, das kann schon sein. Aber wie gesagt, wir sind ja zu zweit getrennt. Und dann, ich denke einfach, lassen wir uns auf uns zukommen. Ich bin mir todsicher, ja, keiner kennt die Mannschaft in Memmingen besser wie ihn. Ja. Und da können die mir erzählen da drüben, was sie wollen, wenn sie mal 3-0 gewinnen und alles ist super und da war ein Mädel im Tor, ja toll, prima. Ja, ne, das sind einfach so Sachen. Vor einmal ist alles gut. Ja, wenn der FC Bayern gegen Kaufbeuren im Fußball gewinnt, ja, 1-0, dann kann ich als Trainer auch jetzt sagen, das war überragend. Ja, also ich muss es schon immer noch so sehen, in der Relation sehen, dass welche Anspruchshaltung habe ich, mit was ich mal rein? Das war ich. Eine lustige Pressekon. Das finde ich alles gewohnt. Nee, also das ist nicht aus. Aber nochmal, ich muss das wirklich sagen, natürlich freue ich mich da auch auf Memmingen. Ja? Und das, aber natürlich sind da 20 Jungs, die ich nach Memmingen geholt habe. Das ist für mich auch ein komisches Gefühl. Ja? Ich muss halt aufpassen, dass ich auf die richtige Seite gehe, wenn ich da reingehe. Aber sonst, ich werde das schon kriegen. Und wie gesagt, ich habe da überhaupt kein Problem. Ich habe einen Sven dabei, kriegen wir alles hin. Danke. Wunderbar. Ja, schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich hoffe, dass ich viele, viele Anhänger von uns am kommenden Freitag nach Memmingen auf den Weg machen. Es gibt bestimmt ein tolles, packendes Spiel, da können wir uns sicher sein. Nächsten Sonntag dann, Heimspiel wieder hier, 17 Uhr, Höchstadt wird dann zu Gast sein. Bis dahin, eine schöne Woche. Ich wünsche unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Alles Gute für die weitere Saison. Und ja, in diesem Sinne, eine schöne Woche und vielen Dank. Wir haben am Freitag Weihnachten.